Ich habe einfach noch gesehen, dass du vorhin zumindest noch mal kurz bei Selina drin warst. Aber gut, dann, ich dachte, das heißt, ich dachte, dann wäre das zumindest schon mal besser. Dann drücke ich einfach mal die Daumen, dass es besser wird. Ich drücke dir die Daumen. Revierkampf. Wir sind hier auf, ich habe keine Ahnung. So, ich habe Kolumus hier dabei. Wir sind Gold. Gold ist schön. Sehr schöne Farbe. Ich weiß schon, warum Superstar nice ist. By the way, für die nicht... Habe ich Harley begrüßt? Habe ich dich jetzt begrüßt? Wenn nein, tut es mir... Oh, dann tut es mir super, super leid. Und dir einen schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gerade dezent irgendwie was überlesen. Ich glaube, ein bisschen mehr. Ach so. Ach Quatsch. Nee, machen wir nicht. Man kann immer mehrfach Hallo sagen. Da hast du recht, Selina. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Daher, ich hoffe, auch dir geht gut, Harley. Hat es einen entspannten Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet heute einen ruhigen Tag. Wir sind direkt mit Kolomo, Haribon, Vio hier. Schön, dass es mit Vio auch geklappt hat. Das hat ja letztens gar nicht so funktioniert. Spiel morgen früh aber auch nochmal. Daher, ich mache auf jeden Fall die Punkte voll und... Ja, komm her. Fun Fact, ich glaube, Killen geht leichter für mich. Ah, verdammt, hat er mich von oben rausgekriegt. Schönes Stream euch noch. Dankeschön, Schlafmomo. Dankeschön und auch dir noch einen entspannten Tag. Ich hoffe, das klappt auch demnächst besser mit der Verbindung her. Das wäre super, super cool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wow. Nicht mit mir, Pearl Waifu. Oh boy. Weiß nicht. Kann man Bumsbiene reporten? Ich weiß nicht, finde ich. Also vor morgen früh, weil ich habe das Splatfest voll verpeilt, habe ich jetzt heute nur eine Stunde angesetzt. Machen wir morgen früh natürlich weiter mit dem Splatfest um 10 Uhr. Nochmal so eine extra 2 Stunden, beziehungsweise um. Mach mich halt noch nieder. Was? Bin ziemlich K.O. vom O. Ah, Moment. Einkaufen. So, Chat nachlesen. Was haben wir denn hier? Ja, das waren 2 Sekunden, wo es kurz funktioniert hatte. Oh, shit. Damn. Ich bin... So, Nika, die haben sich mit der Zeit dazu geschlichen. Wer hat sich dazu geschlichen? Bin ziemlich K.O. vom Einkaufen, vormittags so müde. Kann also sein, dass ich gleich nochmal ein Nickerchen mache. Alles gut. Harley, alles gut. Das ist kein Thema. Ist Splatfest? Na sicher, Nino. Na sicher ist Splatfest. Und schönen guten Abend, Nino. Auch schön, dass du da bist. Nicht mal, Nino. Kannst wieder nicht Hallo sagen. Habe ich sonst irgendwas? Schlafen habe ich verabschiedet. Und ich bin salty wegen Among Us. Also kein guter Zeitpunkt. Wieso bist du denn salty, Selina? Jetzt bin ich neugierig. Ja gut, ja, das war so ärgerlich, ey. Das war so ein bisschen schade. Ich meine, klar, einmal haben wir und ich dadurch gewonnen. Aber ich weiß nicht, ich mag lieber einen ernsten Sieg. Alter, ich bin richtig... Echt? Wieso das, Selina? Wegen mir? Denk dran an die Regeln, ne? Was in Among Us passiert, bleibt in Among Us. Ich weiß, ich kann sehr gut auf Leute hetzen. Ich weiß, das kann ich sehr, leider sehr gut. Das ist gut, glaube ich, als Imposter.
als Crewmitglied vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich muss auch immer wieder sagen, ne, da schließen sich halt Leute auch mal sich meinen Sachen an. Also ich bin einfach so überzeugend. Wir haben gerade ein weiß nicht, Easy Fight, was heißt Easy Fight? Also hier ist ein Fight, wo wir eigentlich nur Punkte kriegen. Ach, verdammt. Aber ihr seid ja gar nicht im Voice. Nee. Habe ich absolut nicht gehört. Was? Ja, macht nichts. Ja, gut, Splatfest hätte ich aber auch fast verpeilt. Deswegen ist heute nur Splatoon eine Stunde geplant. Und hab's für morgen früh einfach fortgesetzt. Aber da bin ich im Morgen eigentlich ganz lieb. Bin ich so schlimm? Merkt man, dass ich da eine dezente Sucht habe, Leute fertig zu machen? Nein, schlimmer wie eine Mario Kart. I'm really, really sorry. Wer ist ein anderer? Ach, Rio. Jawohl! War das ein Double Kill oder ein Triple Kill? Oh, der, oha! Den, das muss ich gleich durchlesen. So ist, oh. In der Nachricht steckt so viel Frust, die muss ich gleich vorsichtig lesen. Nein, ach, dammit! Du hast auf mich gehetzt, obwohl wir beide Crewmate waren. Bin davor schon, Zers ist gestorben. Ey, ich hab das gar nicht so realisiert, dass du sehr häufig als erstes gestorben bist. Muss ich gestehen. Was aber eigentlich so fast meine These dann ja bestätigt so ein bisschen, dass du hättest Imposter sein können, ne? Wenn du ausnahmsweise mal nicht als erstes stirbst und überlebst. Ich lese vielleicht weiter. Wie war das mit vorsichtig lesen? Ich hab anscheinend ein Talent dafür, Leute salty zu machen. Hallo, Vio, du hättest sagen müssen, nein. Nein, du bist der netteste Mensch der Welt. Ich bin eigentlich jede Runde als erstes gestorben. Echt, jede Runde? Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl... Ja gut, mit zwei Imposter ist heftig, mit zwei Imposter ist schwierig. Da ist echt nicht viel Zeit zum Überleben, muss ich sagen. Das kann, glaube ich, echt schwierig sein. Und ich glaube, irgendwann, wenn man so ein bisschen häufiger auch Among Us spielt, weiß man so ein bisschen, wie man überlebt und wie man nicht... So, als erstes, danach werde ich wegen dir rausgewollt und denke mir so, so, nächste Runde latsche ich dem jetzt nur noch hinterher, dann weiß er, wo ich bin, die Tüte, und dann tötet er mich einfach mit Double Kill. Oh, boy. Oh, und ich stehe als Geister da und schaue blöd. Fun Fact, achso, Herr Reik ist nicht mehr da. Fun Fact, ich habe mich echt gewundert, warum Reike nicht die Leiche gesehen habe. Ich habe mich echt gedacht, so, boah, shit, ey. Lass mal reporten. Du lagst in der Tür. Ja, aber ich habe die Leiche... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht mal dich gesehen. Ich habe dich zwar reportet, aber ich habe die andere Leiche gesehen. Aber ich dachte mir so, shit, wenn ich das jetzt sage, wissen die, dass alle da waren. Oh, vielleicht hätte ich das sagen müssen, das hätte sich nochmal... Das hätte noch vielleicht ein bisschen harmoniert mit Dings. Aber I'm really sorry. Das mit dem Rausbauten war doof. Das war einfach von meiner Theorie nicht bestätigt. So, jetzt wieder eine nette, wichtige Runde. Die müssten wir eher gewinnen. Aber gut, die gerade gewinnen, war auch ganz praktisch. Aber die sollten wir noch eher gewinnen. Nichts damit special. Bye, bye.
Boah, ist der laggy. Lol, als ob der sich voll zurückgeteleportiert hat hier, ey. Mal belagern, ey. Ach, Mann, wie gemein, wie gemein. Hey, Fauli, einen wunderschönen guten Abend und schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Oh shit, oh shit. Komm schon, komm schon. Jawohl. Achso, die haben Disconnect. Ah, das wird easy. Hey Fauli, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du denn heute Schönes gemacht? Nice, 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 nice. Ha, nice. Jetzt komme ich mal nach oben. Jawohl, erwischt, erwischt, ist mir egal. So. Aber dafür hast du einmal voll cute auf mich hier aufgepasst. Auch wenn ich nicht sicher war, ob du aufpassen oder schauen willst, ob ich Tars fake. Nee, ich habe da auf dich aufgepasst. Für mich war mein Sass, glaube ich, klar und habe daher auch auf dich aufgepasst. Ich weiß nicht, ob das dann... Wenn ich jemanden saven kann, dann passe ich dann doch zwischendurch auf. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dann nur noch ein Imposter oder zwei waren. Aber gerade bei einem ist es sogar noch eher, dass ich dann aufpasse. Bei zwei ist es schwierig. Ah, wir war auch da, sehr schön. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, doch. Ach, schade. War nur einer, war glaube ich Haribo. Ah, okay, okay, dann weiß ich. Mir geht's gut, bin gerade am Kochen. Was gibt's Schönes, Fauli? Was gibt es Schönes zu essen? War eine dumme Theorie, dachte deswegen auch, du bist safe Imposter. Dabei warst du einfach blöd. Ja, für mich war es einfach, du bist einfach nach mir reingekommen. Und ich dachte mir, okay, war irgendwie... weirde Situation. War irgendwie weirde Situation. Ah, gut, passiert. Easy. War auf jeden Fall trotzdem mega, mega lustig und freue mich schon auf nächsten Samstag. Es ging die Zeit auch wieder super, super schnell um. Ich war noch in der Tür drin und habe nicht gecheckt, dass die offen war. Ist nichts gesehen. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es ganz gut, dass man sogar so ein bisschen rumschaut und drumherum. Deswegen wollte ich auch einmal das ausnutzen, dass du in den Securities kamst. Hey Mitch, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und hattest einen entspannten Samstag. Was? Da ist mein Handy. Jo. So, dann schauen wir mal. Lief gerade gut, ne? Wir haben gewonnen, ne? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Stimmt, wir haben ja, es gibt zwei Maps. Wir haben ja einmal, ja, wir spielen gerade hauptsächlich auf dieser Map. Aber es ist jetzt auch drittes Match erst. Zwei von meinem Team hat es erwischt. Oha. Ha, gotcha. Verdammt, 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 hat er auf mich gewartet. Was ist in Among Us passiert? Bleibt in Among Us. That's the rule.
That's the rule. Ihr dürft mich nicht mehr hassen. Auch nicht nach Mario Kart. Die Regel habe ich deswegen eingeführt, weil ich mir wurde schon gesagt, dass ich ein Spieler bin. Auch in Mario Party damals. Also von daher war die Regel sehr wichtig. Ach, verdammt! Ich habe lange geschlafen heute und wie war dein Samstag, Matti? Auch lustig. Eigentlich recht ruhig, ne? Wir haben heute wenig was gemacht. Ich habe angefangen, ne, bin recht spät aufgewacht. Ich war sehr früh, war es um 9 Uhr. Hatte ein paar Streams am Laufen gehabt. Hatte dann Ringfit gemacht und war duschen. Gefrühstückt. Ein paar Burger gemacht. Haben sehr, sehr lange Among Us gezockt. Von 13 bis gerade eben da eigentlich. Boah, verdammt. Ah, hat er uns beide erwischt. Und ansonsten geht's jetzt auf jeden Fall los. Ich hasse dich immer noch wegen Mario Kart. Ach, Nick. Was ist in Mario Kart passiert? Bleibt in Mario Kart. Darfst mich nicht mehr hassen. Das ist eine Regel. Lass mich erst nächste Woche Freitag wieder hassen. Oh Mann, jetzt habe ich keine Tinte mehr. Verdammt. Matti, ich hasse dich immer, weißt du, Pikachu. Weißt du, wieso die Watchtime von letztes Jahr so gering ist? Ja, genau deswegen, Pikachu. Liegt nicht an meiner fehlenden Bot-Integration. Ganz klar, ganz klare Sache. Aber lange schlafen ist gut. Ausschlafen ist praktisch. Ah, schade, war doch ein bisschen knapper als gedacht, aber die waren ein bisschen härter. Bam, bam. Bam, bam. Schade. Aber gut, da hatten wir wohl selbst kaum was gemacht. Ich habe ehrlich gesagt froh, dass du nicht so ein Bordfilme hast wie einige andere. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch froh. Also deswegen habe ich auch das mit Watchtime auf privat gemacht. Also wenn man jetzt Ausrufezeichen Watchtime eingibt, dann kriegt ihr eine private Nachricht. Das finde ich, damit der Chat nicht so zugespammt wird. Ich muss aber gestehen, um nochmal vielleicht gerade das Thema aufzurufen, weil es gerade so war. Ich bin echt verwundert, dass, wenn dann Celine als erstes gestorben ist. Die ersten Runden starb ich zuerst. Das weiß ich noch, weil ich mir dachte, oh boy. Ich glaube, ich quassel echt zu viel. Ja. Aber dann, nachdem es hier Celine stirbt, fast immer zuerst. Aber dann, eigentlich wäre es am klügsten, immer die zu töten, die wirklich gefährlich sind. Ah, die Map ist. Ach, die hatten wir doch auch schon mal. Schade, nichts Neues. Es hätte so eine richtig coole, so eine richtig schöne Mario-Map sein können. So, weiß ich nicht. Ich muss sagen, dass. Ist das Pilz gegen Stern jetzt gerade? Ich muss sagen, das Gold sieht hier echt. Es kommt hier null zur Geltung einfach. Deswegen dachte ich eigentlich, ich sterbe eigentlich immer als erstes. Dann nur noch. Weil die meisten dann gegen mich wittern. Weil ich halt so viel quasi. Aber um mal das Thema vielleicht auf Splatoon rauszulenken. In welchem Team wärt ihr denn? Was hättet ihr denn interessanter gefunden? Ihr lieber Supers? Ich dachte, der Bereich schließt hier als erstes. Nee. Erst die Ränder. Die Ränder schließen als erstes hier. Deswegen habe ich es auch direkt eingefärbt. Aber sehen wir ja gleich nochmal. Ah, verdammt.
Ich war zu ehrlich gesagt kurz davor, einfach komplett rauszugehen, als ich dann auch noch rausgewotet wurde. Nur weil Detektiv Matti intent me kein zweiter. Rage quit. I'm sorry. I'm so sorry. Ich glaube, Jane wirkte zwischendurch auch salty. Wobei ich fand, da war mein Ansatz mega gut. Ne, jetzt ging die Dingens runter und der Rand geht zu. Jetzt haben wir mehr Platz hier. Müssen einfach nur die Mitte erstmal verteidigen, ne? Also guck, den wegkriegen. Jawohl, Double Kill mit meiner Dingens Ult. Boah, ärgerlich, dass ich den nicht... Ah, Mann, ey. So schnell gekriegt hab. Wer ist ein Super Mario-Fan? Was mögt ihr denn so? Super Sterne oder seid ihr eher für Super Pilz? Mein Super Stern ist ja... Ne, der macht einen schön unverwundbar. Mario Kart auch unverwundbar. Wo könnt ihr die... Ah, die springen jetzt rein, wenn da keiner in der Mitte ist. Ja, ich muss jetzt auch gerade. Oder seid ihr lieber groß? Oder Mario Kart machen Pilze schnell. Haben ja sehr, sehr viele Effekte. Ah, Mann, knapp erwischt, ey. Ich glaube aber nur Haribo war in der Mitte. Und die sind da alle reingejumpt. Waren voll clever von denen eigentlich. Ja, das war doof. Weil die, glaube ich, nicht mal... Ja. Pikachu wäre auch für einen super Stern. Das ist doch schön. Oh, sie haben schön die Mitte eingefärbt. Das war's auch. Ja, hat denen aber nichts gebracht. War einfach zu gut. War einfach zu gut. Sogar Synergiebonus, warum das denn? Pikachu liebt Sterne. Irgendwer leuchtet immer. Weil wir ein Superstar sind. Can jump up in the air. Like I don't care. Badam bam badam bam. Stimmt eigentlich. Außer Haribo. Toll Haribo, ey. Dankeschön. Danke, dass du uns alles versagt. Nein, Quatsch. Alles easy. Auch wenn wir sehr viele Doppler sind irgendwie. Too much Doppler. Inkblot Art Academy. Das ist das. Muzzleforge Fitness, also ne, das ist das. Haribo ist immer an einem schon ein bisschen. I guess. Yogi. Der Keks gehört mir. Nicht mein Keks? Meiner. So, starten wir mal The Variety Lady Warriors. Das ist kein Mundschutz, das ist ein Bandana. Über den Mund. Über den Mund, ja. Wie man ein Bett trägt, wenn man ein richtig echter Gangster ist. Na Mann, verdammt! Ach, der... Achso, ja, doch, stimmt. Hier ist... Tja, das wird mir stinken. Achso. Sniper der Keks oder ist Keks in der Sniper?
Na, der ist rechts rüber geschwommen. Habe ich gar nicht gesehen. Cookie! Da ist Kolomo. Oh Mann, ich kam nicht aus der Tinte raus. Ärgerlich. Dammit. Aber der Sniper ist weg. Jawohl, Haribo regelt. Wenn er jetzt das überlebt. Ach, schade. Dann komme ich zu Vio. Na, ja, der Sniper wieder. Verdammt, ey. Hätte ich kriegen können, ey. Ich jump mal gleich wieder dazu. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja, komm mal zu Haribo. Mach jetzt auch mal was zu essen. Was gibt es denn Schönes? Was machst du dir denn Schönes, Selina? Komm ich. Oh, als ob der direkt trifft, ey. Als ob. Danach bin ich dann nicht mehr angefressen. Habe wahrscheinlich einfach nur wieder Hunger. Das glaube ich auch. Zwei Arten von Frauen, mit denen ich mich nicht anlege: Hungrige und müde. Auch doch den Snipern am Ende erwischt. Ja, leg dich nie mit mir. Ja, das stimmt. Easy, trotzdem gewonnen. Nice. Funktioniert ja. Harry, Musik fetzt halt. Lass mich. Das ist ein Siegesmusik. Da muss ich... Muss und auf. Tanzen, ne? Hampelt's wieder rum. Lass mich hampeln. Hampel, wie ich will. Ich mein bin. Hampel, mein, ne? Parapaparapap. Erinnerung, heute ab 19 Uhr spielen wir gemeinsam das Manfest. Alles klar, cool. Habe ich noch mitgekriegt. Aha. Okay. Langweilig. Sag, auf geht's. Ach, doch, wir haben gerade wieder gewonnen, ne? Wie immer. Wir sind einfach Beste. Können das, wir wissen, wir sind Profis. Haribo regelt das. Oh, okay. Dann kann ich hier runter gehen. Und dann haben wir schon mal unser Gebiet eingefärbt. Moment. Oh, da oben sehe ich jetzt erst. Sehr schön. Vielleicht. Oh. Ha! Gotcha! Scheiße, keine Tinte mehr. Boah, wie lange hat er denn aufgeladen? Ah, Mann! Wie lange denn der da schießen konnte? Das war jetzt. Fies, ey. Haribo hat's auch erwischt. Ich kann noch ein bisschen die Base einfärben. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus.
Ah, shit. Götcher. Nein, den habe ich nur angehittet. Oh Mann, verdammt, den hätte ich noch gekriegt, ey. Oh, ich schaffe es meistens nur anzuhitten, ey. Götcher. Ach, da hat er mich. Oh Mann, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm jetzt in unsere Base rein. Jetzt müssen wir gegenschlagen, die letzten 10 Sekunden. Wenn wir das jetzt nicht gegenhalten, haben wir verloren. Wow. Na, das sieht. Ja, fast. Die haben zu viel in der Mitte dominiert. Ja, aber recht knapp. Oha, eine Fähigkeit, was kriege ich? Und ich bekomme. Wow. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Bomben, Radius, Bratwurst, Erweiterung. Wo bin ich jetzt unten? Egal. Das ist meine Lobby. Ich weiß gar nicht, was Cloud bedeutet, muss ich gestehen. Könnte stimmen, ja. Also, ja, gut, ja, gut. Ich weiß, was Cloud bedeutet. Ich glaube, das ist keine Wolke. Ich habe noch einen Nudelsalat, den ich heute esse. Pikachu, gönn dir. Nudelsalat ist mega lecker. Lass es dir schmecken. Ah, wieder die Arena. Wieder die Special Arena, die leider, ja, nicht so cool ist. Hey, Knirps hier, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und hattest einen entspannten Samstag bisher. Wie geht's dir? Bratwürstchen, Nick. Spielst du gerade auch noch im Splatfest? Bist du auch gerade dir wieder ein paar Sachen zu farmen? Guten Frieden, Haribo. Oh shit. GG. Haribo, Vorsicht. Schafft er das? Shit, aber der hat einen mitgenommen. Da ist einer noch. Aber wenn wir da jetzt noch ein bisschen uns beeilen. Ah nein, ich habe einen mitgenommen. Ja. Komm schon, Colombo! Oh. Ja, das ist eine gute Idee. Geh da am besten rüber und hol uns. Ich krieg die Fläche hier, die ist safe. Hol vielleicht schnell, ganz schnell da rein und schwimmen. Noch ist offen. Nice, hol den, nimm ihn die weg. Wir können nicht gegen die Scheibe. Wir gehen die Scheibe gestoßen. Ich glaube, die sind zorti.
Ah, verdammt, hab ich ja mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen. Mir ist halt relativ langweilig, sonst alles gut. Wie kommt's? Jetzt höre ich nichts mehr. Es ist so laut in der Küche. Wieso ist es so laut? Komm ich da noch rein? Ich kann zu Haribo springen. Nein! Spring einfach zu Haribo! Shit, da ist ein Tintenschal. Ich springe einfach gleich nochmal zu Haribo. Einfach zu Haribo springen. Leute, spring zu Haribo. Ja, wir haben jetzt einfach, wir müssen einfach nur den gleich weiterhin schaffen. So, easy, zack, eingefärbt. Raus hier. Guck mal, jetzt müssen wir nur noch den Rest einfärben, aber das schaffen wir. Passt. Okay, bin dann mal wieder weg. Schönen Samstag euch. Alles klar, Knipsi. Ansonsten denkt dran, das Splatfest läuft gerade. Ich weiß nicht, ob du Splatoon hast. Je nachdem, welches Team ich empfehle. Das war mega nice, Haribo. Das war gut, ey, dass man da einfach zu dir jumpen kann. Also, da hast du echt gut durchgehalten. Fand ich, das war mega, mega nice. Aber das war Überlebenskünstler at finest. Nam 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 nam. Bup, bup. Eigentlich wäre ich jetzt neugierig und würde fragen, warum hört Fauli nichts mehr. Also, warum ist es so laut? Aber ich glaube. Ich glaube, das hört Fauli nicht. Ich glaube, das hört Fauli nicht. Mua, 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 Mimi. Usil. Madelon. Ich glaube, Phil zockt auch, by the way. Falls wer noch Phil kennt. Der. Ja, ab und zu mal mitgezockt hat in Splatoon. Der ist zumindest, habe ich den vorhin gesehen. Unten in dieser, mal 10 Kampf, ja. Machen wir jetzt fertig. Warum hat er schon seine Bubble, ey? Ah, wobei ein bisschen konnte ich da oben einfärben. Oh. Gotcha, und Double Kill, Double Kill, sehr schön. Ah, oh, danke schön, Pikachu. Danke, dass du Fauli fragst. Damit wird meine Neugierde gestillt. Ach, shit, ey. Ja, das war jetzt relativ easy, aber totally worth it. Hier ist noch nicht eingefärbt, das mache ich eben. Nein, Bomben-Special von. Oh, der von da. Ach, da von hinten war das. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, sehr gut, das. Gern geschehen, Kodomo, gern geschehen. Nice! Ha, mitgenommen! Gibt kein Verstecken. So, wenn ich jetzt gleich. Schafft wieder. Jawohl, wie es geschafft, dann springe ich jetzt zu Vieh hin. Ich muss die Vibration gleich mal anschalten. Merke ich gerade.
shit. Vorsicht, Kodemo. Dahinter ist... schade. Wir färben jetzt links bei uns ein. Aber nicht mit mir. Mann, warum habe ich ihn nicht erwischt? Ich wollte... Kann ich schnell das aktivieren? Ha! Und gewonnen. Absolut ist auf volle Kraft voraus. Krass. Okay, ja gut, das klingt plausibel. Verstehe ich. Das verstehe ich. Oh boy, Hälfte schon geschafft. Also von fast. Aber ganz klar, komm ab hier. Ich will Mushrooms essen. Ah, verdammt, jetzt schon wieder so ein Teamstern. Schade, schade. Schade, Marmelade. Keine Ahnung, wer das sagt. Das sind wir sind Team Blau gegen. Bram. Haha, die sind rosa. Oha, Celine hat Frühlingsrollen. Dann lass es dir schmecken. Guten Hunger. Getroffen. Gute Frage. Gotcha. Wow. Dem kriegst du mich nie. Ah, verdammt, da oben steht so ein Bubble-Schwappi-Badewannen-Quatschgedöns. Wurde übrigens Ursula auf der Insel, falls wer das Achievement noch braucht. Wer ist Ursula? Achso, du meinst Geburtstag wahrscheinlich, ne? Du meinst einen Geburtstag. Aha. Wer braucht das denn? Ron, glaube ich. Aber Ron ist nicht da, ne? Jane auch nicht, also wenn Jane und Ron hier sind. Ich weiß nicht, wie es mit Nika aussieht. Ob sie es probieren mag, kann. Zur Not kann sie auch in der Zeit kurz ins noch easy verlassen oder so. Jawohl, gotcha! Hast du auf Discord geschrieben? Okay. Wow, die Bombe! Oh, die habe ich fast übersehen. Ach, Mann. Heute heißt ja nicht schlimm, ist ja easy. Früher oder später kriegt man ja eh den Erfolg für die Geburtstage. Von daher. Ah, shit, 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 shit. Wie sieht's bei euch aus? Haribo ist down. Ich komme mal zu Kolomo. Oder zu View. Ich komme zu euch. Woo. Oh, es liebt nur noch viel. Shit, ich habe einfach keine Tinte gehabt. Ja gut, ne? Jetzt habe ich gleich Essen und Brownies. Was gibt's denn Schönes? Also ist Brownies das Essen oder... Weißt du, das wirkt jetzt... Einmal Essen und einmal Brownies. Daher, was gibt's denn Schönes? Mann, ich hab die nur angeschossen.
Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, sieht gar nicht gut aus. Aber egal, ich hauptsache, ich bin noch gesprungen. Das ist das Wichtigste. Gut. Mua, mua, mua. Minuten noch, schaffen wir noch einen Rang? Es wären so 2 bis 3 Runden. Hier bin ich ganz schön verwirrt gerade beim Schreiben. Ich habe wirklich großen Hunger. Echt so schlimm? Aber gut, mit dem Verpeilen, ich meine, du warst jetzt auch seit heute Morgen bis jetzt gerade eben eigentlich durchgängig ihr mit irgendwie was beschäftigt. Ne? Du hast heute Morgen gezockt und gestreamt. Dann war es dann in Among Us, also von daher kann man, wobei ja gut, ne, du spielst gar nicht, ich glaube, du spielst gar nicht Among Us an der Switch, ne. Aber egal, trotzdem, ne, ich meine, das ist ja easy. Also von daher, also dass du da jetzt nicht an den Geburtstag gedacht hast, das wundert mich jetzt nicht, hätte ich auch verpeilt, wenn ich ehrlich bin. Aber das Tollste ist ja den ganzen Tag, also von daher, auch da. Nam 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 nam, schon wieder eine von Superstar. Nee, das Switch war ich heute noch gar nicht. Verständlich. Steh ich. Badabadabadabam. Ah, Muscle Forge Fitness wieder. Ist jetzt eine kurze Pause gewesen. Schauen wir mal. Aber wieder Team Star, aber ist okay. Holen wir uns ein paar Punkte hier. Einfach für, damit es schneller rumgeht. Sind wir grün. Grünigrün. Wir sind ein Froschi. Der wirkt ein bisschen. Ha! Exist! Oh, 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 oh. Nein, 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 nein! Ich hau ab. Irgendwer war doch gerade hier. Ja, krieg ich den, krieg ich den. Jawohl. Wow, aber Haribo ist noch da, ne? Das, jawohl, sehr schön, Haribo, sehr schön. Vorsicht, Haribo, Haribo, Vorsicht, da ist einer. Jawohl. Haribo regelt. Hat sich gelohnt, Haribo immer fertig zu machen in Splatoon. Ich wollte gerade sagen, ey, wie lange er diesen... Ach, verdammt. Achso, und wegen Switch, ich habe jetzt angefangen nach Angeboten für die Switch zu googeln. Sobald ich an den Punkten bin, ist es recht sicher, dass ich etwas kaufe. Das glaube ich gibt es sehr häufig. Aktuell ist zum Beispiel Super Mario 3D, Super Mario Odyssey, glaube ich, sogar im Angebot. War, glaube ich, um ein Drittel, wobei, ja, immer schwierig. Breath of the Wild ist auch, und Mario Kart sind, glaube ich, auch gefühlt immer im Angebot. Wobei dann, ne, kommt drauf an, ne? Dann hat man die ganzen Games und dann kommen eh 20 neue wieder dazu. Man darf nicht so viel schwärmen. Oh Mann, das ist so dumm. Ich bin einfach... Nein, die Switch nicht einstellen. Ach so, oh. Ah, das meintest du. Oh, nice. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das Spiel muss ich auch noch schauen. Nee, ja, gut. Nee, dann doch vielleicht vorher erst die Switch. Vielleicht. Stimmt, Bundle gibt es bestimmt auch häufig. Als ob ich die immer nur anhitte. Ich habe jetzt beide einfach nur getroffen. Snoopy. Why? Boah, wir haben im Haus auch verloren, ey. Okay.
Runde, oder? Ja. It's a final Runde. Na gut, dann machen wir morgen den Rest einfach easy. Ich hoffe gerade auf einen Bundle, aber ich habe gerade nur sehr viel mit Mario Kart im Bundle ins Angebot und das habe ich ja schon. Stimmt. Stimmt. Gab es nicht auch eins mit Just Dance oder so? Nur eine Überlegung. Wär funny? Was mit Just Dance möchtest? Ja, keine Ahnung. Zocken. Einmal 100% wäre cool. Kannst ja bei mir machen. No. So, machen wir jetzt heute die letzte Runde. Und dann schmeiße ich Animal Crossing rein. Da werden wir in Animal Crossing gleich nochmal KK abspielen. Ich möchte mir auf jeden Fall KK. Und hole mir den Erfolg, dass ich jeden, also 300 Tage Animal Crossing gespielt habe. Oh shit, oh shit. Oh shit. Vorsichtig. Tappa, dankeschön. Tappa, dankeschön für deinen Raid. Dankeschön und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und hattet einen entspannten Stream. Wie war der und was habt ihr? Ihr habt wieder euren Musikstream gehabt, richtig? Richtig. Fuego! Ich kann nur... Ah! Moment. Ich musste... Wenn ich gleich tot bin, gucke ich richtig. Ah! Panik. Ah. So, Fuego, Ayusami, Kunzicke und Wolf Ifenreis. Spreche ich den richtig aus? Wenn nein, bitte hasst mich nicht. Euch einen wunderschönen guten Abend und schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch gut und hattet einen ruhigen Stream. Wäre doof beim Musikstream, ne? Na, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Voll Fenris. Oh boy, das... Ich habe das Gefühl, das gibt's irgendwo. Und irgendwo hätte ich's her können. Kenne ich, aber ich bin gerade so null clever. Ja, gerade. Ja, oh boy, ich habe ihn voll erwischt. Ich habe ihn erwischt, nice. Ansonsten spielt ihr auch Splatoon. Denn heute ist das Splatfest. Heute ist das Splatfest in Splatoon 2. Es ist gerade ein Mario-Thema. Mario, Super Mario. Es geht um Sterne und Pilze. Und ich habe mich natürlich für den Superstar entschieden. So. Superstar, jump up in the air, like I don't care und so. Ich könnte nochmal rüber gehen. Und kann ich das hier nochmal einführen? Jawohl, einfach durch hier, nice. Tja. Lame kannst du mich nie. Boah, ich kann noch ein paar Bomben hochwerfen, so in den letzten Sekunden. Ich habe keine Tinte mehr, egal, was mir wert, ist egal. Wolfie Fenris, ah, so. Sehr gut, direkt, erstmal erster Eindruck direkt versaut, weil ich den Namen nicht lesen kann. Sorry. Sorry. Ich hole mal meine Frühlingsrolle aus dem Ofen. Was lass ihn, Nina, mach das. Mach das und bring mir was mit. On stream kann ich mir vorstellen, dass du das gern sehen würdest. Ja, sicher, ist witzig. Alles gut. Okay, Glück gehabt. Huh. Habe ich nochmal Glück gehabt. Dodge the Bullet. Manche haben das beste Spiel für dich gefunden. Was? Letzte in. Oh boy, Pikachu.